weil wir dann aufgehört haben, richtig zu laufen und richtig zu arbeiten. Aber trotzdem ist es, muss ich den Hut abziehen, weil da hätten wir nie damit gerechnet, dass wir vor der Länderspielpause, und da bleiben wir schon Erster über die Länderspielpause. Gratuliere der Mannschaft, danke. Soweit die Eingangsstatements der beiden Trainer. Gibt es seitens der Medienvertreter Fragen an die beiden Herren? Herr Kessler, bitte. Du hast es schon angesprochen, Leo, stellst nicht damit gerechnet, dass er vor der Länderspielpause, also der Deutschland-Cup-Pause, Tabellenführer ist. Da ist immer ein bisschen auf die Euphoriebremse gedrückt, die Mannschaft zeigt gar nicht so stark. Gib uns doch mal einen Einblick, wie schätzt du das Ganze in der Tat ein? Du bist jetzt neu hier in Freiburg. Ja, ich freue mich dafür, dass wir da stehen und dass es so läuft. Nur wir müssen weiterarbeiten und das ist ganz normal, dass man, das sind junge Burschen, die halt meinen, dass es ab und zu von alleine geht. Und das geht nicht. Das geht nicht. Wir haben jetzt in den zwei Dritteln, vor allem im zweiten Drittel, wo denke ich auch, dass der Herr Seckler da kleinlich gepfiffen hat, im zweiten Drittel wieder umgekehrt, nur wir haben die Unterzahlspiele überstanden. Gott sei Dank, der Metti hat gut gehalten und damit haben wir die drei Punkte herbehalten. Aber wir müssen weiter runterkommen und richtig arbeiten. Jetzt haben wir in Selb noch ein wichtiges Spiel und wenn wir da was holen könnten, wäre das ein Zubrot. Danke. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, darf ich nochmal wiederholen, was unser Trainer gerade gesagt hat. Das nächste Spiel erwartet unsere Mannschaft am Sonntag, in drei Tagen fast, hätte ich gesagt, übermorgen, aber heute ist ja erst Donnerstag, in Selb. Beim Tabellenzweiten, also Spitzenspiel in der Oberliga. Dann gibt es die Deutschland-Cup-Pause. Dann tritt unsere Mannschaft am Freitag, 15. November, wieder auswärts an in Peiting. Und es kommt direkt zum Rückspiel dann am Sonntag, dem 17. November um 18 Uhr hier beim nächsten Heimspiel beim EHC, erneut dann gegen Peiting. Und dieses Spiel ist ein Studentenspiel bzw. mit einem Studentenabend. Also alle Studenten haben freien Eintritt. Wenn Sie umsonst rein wollen, immatrikulieren Sie sich noch schnell. Vielleicht katholische Theologie im 36. Semester. Das gilt, wenn Sie einen Studentenausweis vorzeigen. Ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt ein schönes, langes Wochenende, einen schönen Feiertag. Kommen Sie gut nach Hause und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Danke.